Einen wunderschönen guten Tag, Couch, zu einer neuen Folge Crazy Machines 3. Und nachdem ich mich hier beim letzten Mal mit den Laserstrahlen Pyramiden ziemlich rumgequält habe, machen wir jetzt weiter mit eine Pille für den Schädel. Da bin ich mal gespannt, ob ich mich da jetzt wieder genauso lange rumquäle oder ob das schneller geht. In einem anderen Traum fragte mich ein Schädel, ob ich ihm nicht eine weiße Pille bringen könnte, damit seine Bauchschmerzen nachlassen. Also los, bring die weiße Pille herunter zum Schädel. Was für ein Schwachsinn. Oh Mann, die wird wahrscheinlich, stoßen die Dinge an, oder? Ja. Hier hinten muss auf jeden Fall die Kugel zurückgestoßen werden. So, komme ich dich da irgendwie mit einem rüber? Ja. Okay, ja. So, jetzt muss ich das Ding irgendwie wieder zurückwerfen. Ich brauche hier wahrscheinlich irgendwie Baumstamm. Achso, der wird das Ding irgendwie blocken. Und hier werde ich nicht groß was dran ändern können. So, ja. Ja. Komme ich das Ding irgendwie wieder nach oben? Ich habe hier zwei Tische. So richtig macht das keinen Sinn, weil diese blöde Klappe, die hier ja runtergeht. Komme ich die Klappe wieder nach oben oder so? Vielleicht kann ich das Ding ja da drüber legen. Wir müssen gar nicht hier hinten hin. Okay. So nicht. So ganz eindeutig nicht. Nope. Ich werde hier hin müssen, denke ich. Mein Weg wäre ja eigentlich das Ding da drüber rollen zu lassen, aber das klappt scheinbar nicht. So, wie weit geht denn die Klappe auf? Das will ich mal kurz wissen. Schwingt die hier sich komplett rum, wenn da nichts ist? Oder geht die einfach stumpf nach unten? Nein, die geht stumpf nach unten. Ach. Nee. Gedanke war gerade, dass ich die Klappe nicht runterklappen lasse. Aber das macht hier auch wieder keinen Sinn eigentlich. Rüberwerfen. Die Klappe geht einfach auf. Ich habe hier noch zwei Tische stehen. Geht da die Kugel einfach drunter durch? Ich wüsste nicht, was das jetzt bringen soll, mir den Tisch hier hinzustellen. Die Kugel wird da jetzt wahrscheinlich zwischen den Beinen durchgehen, genau. Wenn der eh irgendwie so schräg drauf steht und damit runterklappt. Ja, das macht aber alles keinen Sinn, oder? Ich hätte ja schon gedacht, dass das hier irgendwie Sinn macht, dass ich den Tisch hier schräg anstelle. Aber interessant, dass das Ding, die Dinger sind vorne, die anderen Dinger sind hinten. Das
Problem ist ja, dass einfach das Ding hier runterklappt und das ist einfach bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Kann ich hier. Ja, oh Gott, wie weit man hier nach oben kann. Das bringt bestimmt was. Ich wette, wenn ich das Ding hier platziere, fliegt die Kugel sowieso zu früh wieder zurück. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist bestimmt alles nur Verarsche. Ist bestimmt alles nur Verarsche und ich muss irgendwie drum rumkommen. Warum hat er es denn jetzt hier wieder gelöscht? Nein, ich möchte nicht, dass das gelöscht wird. Ist ja auch geil, je weiter links ich das anfasse, desto besser kann ich das darüber schieben. Na, bekomme ich dich hier irgendwo hin platziert? Schade. Aber ganz aufgeben tue ich das noch nicht. Die Idee. Auf der anderen Seite, irgendwie glaube ich es halt dann doch nicht. Vielleicht ohne das Ding hier? Wenn ich hier einen Tisch drüber bekommen könnte, einfach, wäre das halt auch cool. Hallo, das Ding hier löschen. So, wahrscheinlich. Was ist jetzt im Weg? Hä? Nee, 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 das ist nicht das Rätsels Lösung. Das ist auf gar keinen Fall das Rätsels Lösung. Das Ding muss schon hier nach links rüber ganz regulär und. Achso. Sagte, ich sollte hier auch schon wieder das Ding hinstellen. Jetzt steht das Ding da nicht richtig. Weil das passt ja hier eigentlich alles. Warum ist das Ding jetzt langsamer geworden? Ich komme da doch nicht einfach nicht auf den Tisch rauf. Ich kann einfach noch mal gucken, was passiert, wenn ich das so mache und das Ding einfach runterfallen lasse. Moment, stopp. Aber ich werde den Tisch ja auch nicht auf den Kopf drehen können, sodass der dann den Tisch wieder hochrollt. Das glaube ich halt irgendwie auch nicht.
So, und ja, da war wieder ein kleiner Cut, denn das Ganze drohte sich schon wieder absolut in die Länge zu ziehen. Und nach langen Hin und Her bin ich dann mal so drauf gekommen, das Ding hier könnte man auch anders benutzen. Das ist hier dieser komische, ne? Der komische Baumstamm, der hängt ja in der Luft. Und nachdem ich hier wirklich alles mögliche versuche, ich habe den hier versucht umzulenken, dann habe ich den noch versucht hier drüber zu lenken. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, der könnte ja das Ding mal abstoppen. Ich hatte jetzt am Ende, glaube ich, das Ding hier. Das Ding hätte ich nicht gebraucht und das Ding habe ich nicht gebraucht. Und es hat dann irgendwann Klick gemacht und dann war so wirklich so, dann war es auch vor allem, dann habe ich den hier an zwei Positionen gesetzt und dann war so, ja, shit, das ist ja eigentlich total simpel. Aber gut, so ist das. Eigentlich war der Cut gar nicht geplant, ich hatte zwischendurch schon so gedacht, ja komm, nee, lässt es. Und dann war aber das so, okay, komm, dann machen wir jetzt doch noch weiter. Deswegen muss ich jetzt auch gucken, im Gegensatz zur letzten Folge, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machen wir einen Cut, habe ich diesmal einfach entschieden, okay, jetzt mache ich einen Cut, irgendwo so mittendrin und habe gar nichts gesagt. So, Tresor öffnen. Ruft da jemand aus dem Tresor? Wir sollten wohl besser mal nachsehen. Vielleicht hat sich der Besitzer des Tresors selbst eingeschlossen. Jo, was passiert hier genau? Die Dinger fallen einfach runter. Jo, ja. Also da könnte was gegen kloppen. Wartet mal. Nee, das ist zu. Ha, ich habe die Dinge aufgehalten. Was passiert, wenn ich das hier mache? Was denn passiert dann? Okay, ich könnte einen nach da bekommen. Holy shit, was ist da eigentlich alles dran, wenn ich fragen darf? Metallbogen. Ein Bogen aus festem Metall. Ich habe einen Luftballon. Ich gehe davon aus, ich werde einfach alle Dinger drücken müssen. Eins kann ich mit dem Luftballon machen. Moment mal, kann ich da vielleicht sogar zwei mitmachen mit dem Luftballon? Nee, so nicht. Nee, so nicht. Aber wenn ich das irgendwie so mache, komme ich das irgendwie hin, dass... Nee. Entschuldigung. Bringt mir das eigentlich, wenn... Nee, macht auch so gar keinen Sinn. Bringt das irgendwas, wenn hier irgendwas auf das Sofa fällt? Ich kann doch bestimmt das Sofa hier irgendwie auf die Knöpfe fallen lassen. Leider nur auf einen. Okay. Das ist zwar eigentlich nicht so, wie man es machen soll, aber wir können das ja wieder versuchen zu umgehen. So, wenn ich jetzt noch das hier irgendwie rüber bekomme. Schade, das schlägt da nicht fest genug gegen.
bekomme ich das hier noch irgendwie hin? Problem ist, diese komische Bällemaschine passt hier sowieso nirgendwo hin. Leider haut das da nicht fest genug gegen. Warte mal, ist das hier eigentlich so gedacht? Ach shit, das Ding ist... Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, da habe ich mal wieder ein wenig getrickst. Ich habe keine Ahnung, wie man es lösen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist es sogar das Rätsels Lösung. Aber eigentlich glaube ich, dass man irgendwie damit anders arbeiten müsste, weil hier das Sofa so abzusetzen, dass das hier auf beides fällt, na, ich weiß ja nicht so ganz. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr hierfür eine andere kreative Lösung wüsstet, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben und beschreiben, wie ihr es lösen würdet. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.